Wir sind beide in einem Einfamilienhaus aufgewachsen, aus Holz. Und das ist auch der Grund, wieso für uns nie etwas anderes wie ein Holzhaus in Frage ist. Die letzten paar Jahre haben wir in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt gewohnt. Es waren sehr schöne Zeiten. Allerdings hat sich dann mit Familienzuwachs sehr, sehr viel geändert. Es ist auch der Wunsch entstanden, etwas Größeres zu haben, am besten inklusive Garten. Und wir haben auch das große Glück gehabt, dass wir nebst meinem Elternhaus die Möglichkeit haben, was Eigenes zu bauen. Und somit sitzen wir jetzt hier in unserem eigenen Haus. In 2017 wurden wir von Katharina und Paul beauftragt für die Planung und den Entwurf eines Einfamilienhauses. Zentraler Wunsch der beiden war von Anfang an, das Gebäude als Massivholzbau zu konzipieren. Wenn der Bauherr sich von Anfang an einen Massivholzbau wünscht, ist es auch etwas sehr Spezielles für uns. Wir planen sehr gerne mit Holz, weil es neben vielen anderen Vorteilen auch einfach ein sehr sympathisches und ehrliches Material ist. Für die Bauherrschaft war ein wichtiger Punkt, dass sie gesund wohnen wollen. Darum war unser Diagonal-Dübelholz mit einem verschwindend geringen Leimanteil genau das richtige Produkt. Durch den diffusionsoffenen Aufbau ohne Folie kann das Haus nahezu atmen. Das Gebäude steht in der Nähe von der Bahnlinie, darum ist der Schallschutz ein großes Thema. Durch die massive Holzbauweise haben wir da sehr gute Werte erreichen können. Uns ist nachhaltiges und vor allem gesundes Bauen immer sehr wichtig gewesen. Und auch ein heimeliges Gefühl. Und ja, speziell die massiven Sichtholzwände und Decken machen das Ganze für uns schon zu etwas ganz Besonderes.